Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Bugs Bunny and Tess Time Busters. Und wir machen auch sofort weiter, wo wir aufgehört haben. Tadam. Geh aus meinem Weg, hier kommt eine reiche Ente, Doc. Komm zurück, das war mein Schatz. Wo ist er hin, wo ist er hin? Ich glaube, er ist da lang. Du verarschst mich besser nicht. Oder wir werden dich zum Mittagessen haben. Mit Tomaten und so. Danke, dass du mich einleckst, aber ich habe schon gegessen. Und wenn es dasselbe mit dir ist, denke ich, werde ich das Mittagessen ausfallen lassen. Willkommen zur Aztekenära. 2012 geht die Welt unter und da ist es ganz schön, dass wir in der Vergangenheit sind. Gib gleich mir das Marble, können wir uns auch so angucken. Yay! Golden City. X-Button Turret into Greenwich. Nee, da wollen wir noch nicht wieder hin zurück. Tweety, unser alter Kumpel. Mal gucken, was er uns zu erzählen hat. Ja, ich habe das sofort abgebrochen, denn habe ich schon mal gemacht. Da wurde mir aber auch der Sound versaut. Ich habe jetzt endlich einen Weg gefunden, einen vernünftigen Sound zu machen. Leider ist das bei Crash Bandicoot nicht der Fall, denn ich habe da mal wieder mehr aufgenommen, als ich bräuchte. Ja, und was uns Tweety gerade erzählt hat, ist, dass wir jedes Mal, wenn wir uns sehen, eine neue Fähigkeit lernen können. Und die neue Fähigkeit ist hier, ich kann auf Taskkopf springen, um an höher gelegene Orte zu kommen. Und dann kann ich ihn zu mir rufen, dann kann ich sogar noch höher kommen. Aber das hilft mir hier, glaube ich, nichts, oder? Nö. Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal hier runter. So, weiß noch jemand, wie man so Gegner besiegt? Ich nicht. Na toll. Bam. Karotten? Was ein Cheap-Ass. Ich will Zahnräder. Oh Mann. Position springen war sowieso nie mein Ding. Das haben wir ja in Crash Bandicoot schon festgestellt. Stirb. Ah, ja. Ein Fortschritt ist immer das Resultat eines Arschtritts von hinten. Oder so ähnlich. Wie komme ich da jetzt hoch? Egal. Werde ich schon noch herausfinden. Aber vorher räume ich das Gebiet hier von den Gelben. Na, also ich habe gerade einen Typen gefunden, der in der Zeit verloren war und durch einen Arschtritt habe ich ihn zurück in seine Zeit befördert. Senseless, ich weiß, aber so als es funktioniert. Golden Gear. Also ich bekomme irgendwie ein goldenes Teil, wenn ich all diese Akademie-Boxen in einem Level zerstöre. Lol. Pfannkuchen de Bugs. Dann werde ich doch mal weiter Akademie-Boxen suchen. Ein weiteres Zahnrad. Bald kann ich mir eine ganze Uhr zusammenbauen. Oder wie wär's mit einem Motorrad, damit ich immer endlich vernünftig vorankomme. Kaboom! Tot! Ich weiß, ich bin evil. Ups. Ups. No comment. Ich habe einfach vergessen, wie hier die Knöpfe funktionieren. Wieso, weshalb, warum.
Manchmal auch weshalb. War da was? Ein Grafikbug war da. Na komm. Oh, Bugs. Wirst du mal machen, was man dir sagt, was man von dir verlangt. Lost in Time Characters of the... Okay, ich muss alle Charaktere, die in der Zeit verloren sind, finden, um dieses 100er Zahnrad zu bekommen. Holen wir die mal. Erstmal holen wir aber das hier hin. Ich glaube, da kann ich nämlich hoch. Nee, das ist zu hoch. Hier drüben vielleicht? Auch nicht. Mystery Ace. Lauf, Bugs, lauf. Sieht so aus, als könnte ich... Wow! Mich hier erstechen lassen. Kabusch. Stirb. Schön, dass man... dass einem hier auf gar keinen Fall die Energie ausgeht. So viele Karotten, wie es hier gibt. Charakter wechseln. Verstehst du auch immer darum, wo du es nicht sollst, Bugs. Jetzt gehst du mal beiseite. So, wie ging das nochmal? So. Yeah. Total daneben. Und nochmal eine Selbstmordaktion. Mann, war das schwierig. Ich bin hier sowas von überfordert. Konnten die das Spiel nicht einfacher machen? Hallo? Geht doch. Jump. Ich hab Jump gesagt. Yay, 10 Gummipunkte. Switch. Muss ich beide Charaktere dafür hier oben haben? Yay! Yay! Jetzt muss mir noch einer sagen, wo das ist. Ein Gummipunkt, 5 Gummipunkte, yay! Schitte. Schitte! Oh ja, was soll's. Ich nehme erstmal das hier. Was das immer das ist. Okay, ich brauche da 3 Stück von. Dann finde ich raus, was es ist. Gut, die kann ich zerstören. Wo ist aber auch? Was ist damit? Ein Gummipunkt. 5 Gummipunkte, yay. Mann. Wenn ich so weitermache, kriege ich 100 Punkte zusammen, ohne in ein Level reinzugehen. Triffst du ihn nochmal? Jing, Dreh-Attacke. Crash Bandicoot-Style. Jetzt fehlt nur noch, dass Tass diesen komischen Tanz vorführt. Was? Der kann sich an Rändern festhalten? Wieso hat mir das keiner erzählt? Tim, tim, tim. Ey, da ist ja noch eine Academy Box. Ich frag mich, wie viele es von denen in dem Level gibt. Ich bin mal bei 3. Können wir damagen? Was können wir noch damagen? Ey, da ist noch eine Academy Box. Die holen wir uns. Bam. 4.